Ja, Rudi, du bist einer der wenigen Neuen, die man schon kennt. Ne? Wir haben uns hier das ein oder andere Mal in dieser Liga gesehen, aber ursprünglich kommst du ja von Cottbus, glaube ich, 2016 bist du weg. Damals bei Ulle, ne? Ja, genau. Wie kam es denn, dass du wieder den Weg zurückgefunden hast hier in die alte Heimat? Boah, einfach der Verein. Ich kenne ja schon alles, die Wucht des Vereins und ich wollte halt einfach für mich selber halt einfach auch nochmal den nächsten Schritt machen. Ne? Ich komme ja aus einer schweren Verletzung und jetzt Cottbus genau die perfekte Mannschaft. Du denkst, dass sie dich hier schön mitnehmen können? Ich meine, das ist eine Reihe von neuen Spielern, der Kader ist ziemlich groß. War es denn vielleicht in Babelsberg einfacher, sich durchzusetzen? Würde ich so nicht sagen. Also ich glaube, alle, die Saison gesehen haben, weiß, dass unsere Mannschaft Qualität hatte. Jetzt ist Energie meine Mannschaft und ich bin davon überzeugt, dass ich der Mannschaft helfen werde und auch mit meiner Qualität hier was einbringen. Kennst du noch irgendjemanden aus den alten Zeiten? Ist da noch jemand übrig geblieben aus deiner Juniorenzeit? Aus meiner Juniorenzeit nicht, aber ich habe hier ein paar, mit denen war ich in der Schule, natürlich ältere Jahrgänge. Ne? Also man kennt sich und ich glaube, im Fußball sieht man sich sowieso immer öfters, deswegen, also die kennen mich, ich kenne die. Ja. Du bist da angekommen, wie war die Erfahrung von dir in den Trainingseinheiten? Wenn du da Vergleiche ziehst, vielleicht zu Babelsberg, ist es hier eine andere Qualität bei so einer Spitzenmannschaft? Ich würde sagen, halt von der Qualität her, natürlich ist es ein bisschen was anderes, aber halt auch umfangreicher. Ne? Also Platzqualität, Equipment, alles andere, aber halt von der Mannschaft her, wie gesagt, da war halt auch Qualität drin. Das hat man, glaube ich, auch gesehen gehabt. Aber hier ist halt nochmal eine Stufe für sich selber. Ne? Es gibt viele Offensivspieler, du musst dich durchsetzen. Wie siehst du deine Chancen? Ja, ich bin hier, um mich durchzusetzen, so ganz klar. Und wie gesagt, ich will der Mannschaft helfen und andersrum ja genauso. Dann wünschen wir dir viel Erfolg dabei, bleib schön gesund und dann sehen wir dich auf dem Platz. Alles Gute dir.